Herzlich willkommen zum Video zur formellen Gesetzesprüfung. Die Darstellung orientiert sich an typischen Fehlern in studentischen Klausurbearbeitungen. Dabei geht es um strukturelle Fehler, nicht um singuläre Probleme. Jede der 5 Aufgaben beginnt mit einer Fehleranalyse. Zumindest bei der erstmaligen Nutzung dieses Videos lernen Sie ungleich mehr, wenn Sie nach der jeweiligen Aufgabenstellung versuchen, die Fehler zunächst selbst zu finden. Also gerne Video jeweils anhalten, nachdenken und erst dann fortfahren. Eine formelle Gesetzesprüfung erfolgt insbesondere bei einer abstrakten oder seltener konkreten Normenkontrolle als erster Teil der Begründetheitsprüfung. Die anschließende materielle Begründetheitsprüfung ist dann meist grundrechtsgeprägt. Eine Gesetzesprüfung bildet auch bei Verfassungsbeschwerden einen oft wichtigen Teil der Prüfung. Inzident kann eine Gesetzesprüfung auch Teil eines Organstreitsverfahrens sein, wenn der Beschluss eines Gesetzes angegriffen wird. Das ist vor allem dann relevant, wenn das Organ nicht berechtigt ist, eine abstrakte Normenkontrolle einzulegen. Wurde der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren nicht beteiligt, kann er dieses verfahrensfehlerhafte Unterlassen ebenfalls im Wege eines Organstreits geltend machen. Gerade eine formelle Gesetzesprüfung kann auch im Rahmen eines Prüfungsrechts des Bundespräsidenten verlangt sein, dessen Kontrollrecht sich jedenfalls auf formelle Fehler bezieht. Als Klausuraufgabe kann natürlich auch eine formelle und oder materielle Gesetzesprüfung ohne jeden prozessualen Aufhänger gestellt werden. Das erste Thema betrifft den Gesamtaufbau und Prüfungsumfang bei einer formellen Gesetzesprüfung. Dazu folgender Kurzfall: Der Bundestag beschließt eilig nach bloß einer Lesung eine Änderung des Versammlungsgesetzes, welches bis zur Föderalismusreform im Katalog des Artikel 74 Absatz 1 Grundgesetz enthalten war. In den Bundesländern sind bisher nur teilweise Versammlungsgesetze neu geregelt worden. Ist das Gesetz formell verfassungsgemäß? Studentin S. prüft gutachterlich anhand folgender Vorschriften. Erstens Zuständigkeit. A. Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 71 73 Grundgesetz. B. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 72, 74 Grundgesetz. C. Ungeschriebene Gesetzgebungskompetenz des Bundes. D. Länderzuständigkeit nach Artikel 70 Grundgesetz. Zweitens Verfahren. A. Ordnungsgemäße Gesetzesinitiative Artikel 76 Grundgesetz. B. Hauptverfahren. Verstoß gegen § 78 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 Geschäftsordnung des Bundestages. C. Ordnungsgemäße Beteiligung des Bundesrates Artikel 77 folgende Grundgesetz. Drittens Form, ordnungsgemäße Ausfertigung und Verkündung, Artikel 82 Absatz 1 Grundgesetz. Wie bewerten Sie das Vorgehen der S? Studentin S macht hier zum einen den Fehler, dass sie zu schematisch prüft. Die verwendeten Überschriften und Prüfungspunkte lassen sich zwar als Checkliste gut verwenden, werden aber regelmäßig nicht komplett in eine Falllösung übernommen. Die Prüfung wird sonst unnötig lang. In die Klausur übernommen werden nur die Zuständigkeitskategorien, die ernsthaft in Betracht kommen. Und nur die Verfahrenskategorien, bei denen ein Fehler ernsthaft in Betracht kommt. Der Prüfungspunkt Form schließlich kann meist ganz weggelassen werden, da nur selten problematisch. Korrekt wäre also etwa folgende Lösungsstruktur zur Prüfung der formellen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Erstens Zuständigkeit des Bundes nach Artikel 125a Absatz 1 Grundgesetz. Zweitens Verfahrensfehler nach Artikel 77 Absatz 1 Satz 1, 20 Absatz 1 Grundgesetz. Also eine ungleich kompaktere Lösungsstruktur. Die Lösung der S wies aber auch inhaltliche Mängel auf. Zum einen fehlte bei S die für die Zuständigkeit hier entscheidende Vorschrift, welche außerhalb der Artikel 70 folgende Grundgesetz geregelt ist, nämlich Artikel 125 Absatz 1 Grundgesetz. Nachdem die Zuständigkeit für das Versammlungsrecht aus dem Katalog des Artikel 74 Grundgesetz gestrichen wurde, wirkt über Artikel 125a das alte Versammlungsgesetz fort, soweit die Länder keine abweichenden Regelungen getroffen haben. Außerdem hat S unmittelbar einen Verstoß gegen eine Vorschrift des einfachen Rechts geprüft, hier aus der Geschäftsordnung des Bundestages § 77. Dieser bildet aber nur eine Konkretisierungshilfe für den Grundgesetz Artikel 77 Absatz 1 Grundgesetz, also letztlich nur ein Argument. Weder aus Artikel 77 Absatz 1 Grundgesetz noch aus dem Demokratieprinzip
oder dem Abgeordnetenrecht nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ergibt sich aber das zwingende Gebot zu drei Lesungen. Bei § 77 GOBT handelt es sich um eine bloße Ordnungsvorschrift. Demnach ist ein Verstoß gegen Verfahrensanforderungen aus dem Grundgesetz nicht anzunehmen. Zweites Thema. Grundgesetzregelung zur Gesetzgebungskompetenz mit folgendem kurzen Fall. Ein neues Bundesgesetz regelt den Nichtraucherschutz in Gaststätten einheitlich. Die Überwachung der Vorschrifteneinhaltung wird im Gesetz den Gewerbeaufsichtsämtern der Länder zugewiesen. Ist der Bund für das Nichtraucherschutzgesetz zuständig? Student S. lehnt eine konkurrierende Zuständigkeit des Bundes nach Artikel 72 in Verbindung mit 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz für das Recht der Wirtschaft ab, da das Gaststättenrecht davon ausdrücklich ausgenommen ist. Er bejaht aber die Zuständigkeit nach Nummer 19 für Maßnahmen gegen gemeingefährliche Krankheiten sowie das Recht der Gifte. Der Bund sei damit für die Regelung des Nichtraucherschutzgesetzes zuständig. Was halten Sie davon? Zum einen ist die Subsumption unter Artikel 74 1 Nummer 19 Grundgesetz vorschnell. Bei enger Auslegung ist es fraglich, ob Passivrauchen als gemeingefährliche Krankheit einzustufen ist, beziehungsweise ob es um Gifte geht. Jedenfalls gegenüber der Nummer 20 abzugrenzen, welche neben Lebensmitteln auch Genussmittel erfasst. Die Abgrenzung ist vor allem dann wichtig, wenn wie hier nur bei einer der beiden Vorschriften eine Erforderlichkeitsprüfung nach Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz nötig ist. Zum anderen wird oft übersehen, dass Gesetzgebungskompetenzen nicht nur in den Artikeln 70 folgende Grundgesetz geregelt sind. Bereits im Fall 1 ging es um eine Regelung außerhalb der Artikel 70 folgende Grundgesetz, nämlich Artikel 125a Grundgesetz. Für die im Fall 2 genannte Zuweisung der Überwachung des Nichtraucherschutzes an die Gewerbeaufsichtsämter war Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz einschlägig. Die Regelung in Artikel 84 Absatz 1 Grundgesetz wird oft übersehen, da die Gesetzgebungskompetenz ein wenig versteckt daherkommt. Sie gilt für die Regelung von Behördenzuständigkeiten und des Verwaltungsverfahrens. Die konkurrierende Bundesgesetzgebung ergibt sich aus dem ersten Halbsatz des zweiten Satzes, wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Vorschrift ist Artikel 72 Absatz 1 und Absatz 3 Grundgesetz nachgebildet, also der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes mit Abweichungsbefugnis der Länder. Merke also, erstens, im Rahmen des Zuständigkeitskatalogs nach Artikel 74 Grundgesetz ist zum Teil zwischen verschiedenen Nummern auslegend abzugrenzen. Das kann für die Frage der weiteren Prüfung nach Artikel 72 Grundgesetz wichtig sein. In Grenzfällen kann der Schwerpunkt entscheiden. Zweitens, rechnen Sie auch mit Regelungen zur Gesetzgebungskompetenz in anderen Grundgesetzabschnitten, so etwa auch im europarechtlichen Artikel 23 Grundgesetz sowie im Abschnitt Finanzwesen. Thema 3. Die Erforderlichkeitsprüfung nach Artikel 72.2 Grundgesetz. Gleicher Fall wie eben, wiederum geht es um ein Bundesnichtraucherschutzgesetz. Studentin S. entscheidet sich für eine konkurrierende Zuständigkeit des Bundes nach Artikel 72 in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 Grundgesetz Genussmittel. Diese Nummer 20 fällt unter Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz, sodass eine Erforderlichkeitsprüfung notwendig wird. In Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz sind für die Erforderlichkeitsprüfung drei Alternativen aufgeführt. Herstellung gleicher Lebensverhältnisse, Wahrung der Rechtseinheit sowie Wirtschaftseinheit. Bei dieser Prüfung ist es etwas ratlos. Im Lehrbuch standen zwar für die drei Begriffsalternativen Definitionen, zum Beispiel soll es um die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse dann gelten, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben oder sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet. Aber die drei Definitionen schienen es alle so unbestimmt und nichtssagend, dass sie diese sich weder merken konnte, noch das Gefühl hatte, dass sie ihr bei der Subsumption groß weiterhelfen würden. Damit meint es, bleibe ihr nur eine freie, fallbezogene Subsumption übrig. Wie sehen Sie das? Bei dieser klausurwichtigen Erforderlichkeitsprüfung nach Artikel 72.2 Grundgesetz ist weder die sichere Kenntnis von Lehrbuchdefinitionen zwingend, allerdings auch nicht von Nachteil,
noch eine ansonsten freie Einzelfallsubsumption nötig. Wie so oft ist der Weg über die Auslegung entscheidend. Hier hilft besonders eine systematische Auslegung anhand der Nachbarvorschriften. Sowohl Artikel 70 Absatz 1 wie auch Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz zeigen, dass die Gesetzgebung durch die Länder ja eigentlich die Regel sein soll und die Bundesgesetzgebung nur die Ausnahme, auch wenn die Praxis oft anders aussieht. Demnach ist die Erforderlichkeitsklausel eng auszulegen, was einen wichtigen Maßstab für die fallbezogene, abwägungsartige Subsumption bildet. Diesen Auslegungsmaßstab sollten Sie auch nennen und für die nachfolgende, abwägungsartige Subsumption verwenden. Gibt der Sachverhalt nicht erkennbar besonders gewichtige Gründe für eine einheitliche Bundesregelung und sind solche nicht sonst evident, bleibt es bei der quasi gesetzlichen Vermutung, dass eine solche Regelung nicht erforderlich ist. Kommen wir nun zu Fehlern im Gesetzgebungsverfahren. Dabei sind drei Phasen zu unterscheiden. Erstens die Gesetzesinitiative nach Artikel 76 Grundgesetz. Zweitens das Hauptverfahren, welches in Artikel 77 Absatz 1 Grundgesetz nur angedeutet ist, ansonsten hauptsächlich bloß in der Geschäftsführung des Bundestages geregelt ist. Und drittens die Beteiligung des Bundesrates nach Artikel 77 Absatz 2 folgender und Artikel 78 Grundgesetz. Meist erfolgt nach der Klausuraufgabe allerdings in einer dieser Phasen ein Fehler. Die anderen Phasen und Vorschriften müssen dann, siehe oben, nicht angesprochen werden. Am wohl häufigsten und fehleranfälligsten ist die Prüfung der verfassungsgemäßen Beteiligung des Bundesrates, dem hier vierten Schwerpunktthema. Folgende Situation: In einem Klausurfall rügt der Bundesrat, dass das Gesetz zustimmungsbedürftig gewesen und er deshalb nicht ordnungsgemäß beteiligt worden sei. Student S. sieht in Artikel 74 Grundgesetz die Regelung Absatz 2, wonach bei der konkurrierenden Gesetzgebung nur die Nummern 25 und 27 des Absatzes 1 der Zustimmungspflicht unterliegen. In dem von ihm zu bearbeitenden Fall geht es aber weder um Staatshaftung noch um Landesbeamte. Es wundert sich, dass offenbar nur so wenige Materien speziell zustimmungspflichtig sind. Er fragt sich, ob die allgemeine Unterscheidung in Artikel 77 Absatz 2a und Absatz 3 danach, ob die Zustimmung erforderlich ist, ähnliche Überlegungen wie bei der Erforderlichkeitsklausel nach Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz verlangt. Es überlegt, ob es eine subsidiäre Zustimmungspflicht immer dann gibt, wenn Interessen der Länder in besonders starkem Maße berührt werden. Ist das vertretbar? Nein! Ein solcher Lösungsansatz wäre ein gravierender systematischer Fehler. Zustimmungsbedürftig sind anerkanntermaßen und abschließend nur solche Gesetze, für deren Materie das Grundgesetz explizit die Zustimmungspflichtigkeit anordnet. Sonst bleibt es nur, aber immerhin, bei der schwächer wirkenden Einspruchsmöglichkeit. Allerdings beschränken sich die Regelungen zur Zustimmungsbedürftigkeit keineswegs nur auf den kargen Artikel 74 Absatz 2 Grundgesetz. Zum einen sind Verfassungsänderungen nach Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz immer zustimmungspflichtig, dort sogar mit qualifizierter Zweidrittelmehrheit. Klausur- und praxiswichtig ist wiederum der Artikel 84 Grundgesetz, der dazu führt, dass Gesetze unter bestimmten Bedingungen zustimmungsbedürftig werden, wenn sie Verfahrensregelungen zur Ausführung der Gesetze durch die Länder enthalten. Außerdem finden sich Zustimmungsregelungen insbesondere im Asylrecht, im europarechtlichen Artikel 23 Grundgesetz, in den Infrastrukturartikeln 87b bis f Grundgesetz sowie im Finanzverfassungsrecht. Insgesamt bleiben aber zustimmungsbedürftige Gesetze praktisch die Ausnahme. Letztes Thema: Folgen von Verfahrensfehlern. Mit diesem Fall: Die Bundesregierung leitet eine als besonders eilbedürftig gekennzeichnete Gesetzesvorlage schon zwei Wochen nach Eingang beim Bundesrat dem Bundestag zu. Eine Stellungnahme des Bundesrates liegt noch nicht vor, wird aber später nachgereicht und liegt dem Bundestag ab der zweiten Lesung vor. Nach ordnungsgemäßen Hauptverfahren legt der Bundesrat Einspruch ein gegen das nicht zustimmungsbedürftige Gesetz, der aber vom Bundestag mit der erforderlichen Mehrheit zurückgewiesen wird. Studentin S. weiß, dass ein bloßer Verstoß gegen eine Geschäftsordnungsvorschrift nicht ausreicht, wenn damit nicht zugleich Verfassungsprinzipien verletzt werden. Sie erkennt aber, dass hier ein Verstoß gegen Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz vorliegt, der selbst in Eilfällen mindestens eine 3-Wochen-Frist vorschreibt. Deshalb sei das Gesetz formell verfassungswidrig und damit nichtig. Korrekt? Es verkennt,
dass Verfahrensfehler anders als materielle oder auch Zuständigkeitsfehler nicht automatisch zur Nichtigkeit führen. Im Unterschied zum Verwaltungsrecht bei Verwaltungsakten findet sich im Grundgesetz zwar keine Regelung zu den Folgen von Verfahrensfehlern bei Gesetzen, grundsätzlich ist aber anerkannt, dass Verfahrensfehler zumindest ausnahmsweise unerheblich oder heilbar sein können. Hier kann der formelle Fehler aus mehreren Gründen unbeachtlich sein. Erstens, man könnte denken, dass Artikel 76 Grundgesetz bloße Ordnungsvorschriften beinhaltet, bei denen ein Verstoß generell unerheblich ist. Hiergegen spricht allerdings die ausführliche Regelung im Grundgesetz, die darauf hindeutet, dass das Initiativverfahren dem Verfassungsgeber zum Schutz der Interessen von Bundesregierung und Bundesrat wichtig war. Zweitens, der Fehler könnte aber im Einzelfall geringfügig sein, da der Bundesrat bei der Vorlage nicht komplett umgangen wurde, sondern die Frist nur um eine Woche verkürzt wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Frist regelmäßig 6 Wochen dauert und die Verkürzung auf 3 Wochen in Eilfällen schon eine Ausnahme darstellt. Drittens, allerdings könnte der Fehler zusätzlich deshalb unbeachtlich sein, da die Stellungnahme des Bundesrates noch vor dem Gesetzesbeschluss berücksichtigt werden konnte. Zwar erst ab der zweiten Lesung, dennoch kann vermutet werden, dass bei Einhaltung der Frist das Ergebnis nicht anders ausgefallen wäre. Jedenfalls ist der Fehler heilbar, da der Bundesrat nach dem Beschluss des Gesetzes ja noch ausreichende Möglichkeiten hatte, das Wirksamwerden des Gesetzes zu verhindern. Und zwar über die Einberufung des Vermittlungsausschusses nach Artikel 77 Absatz 2 Grundgesetz und eben über einen Einspruch nach Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz. Dass dieser im Ergebnis nicht erfolgreich war, ändert daran nichts. Dieses letzte Argument greift allerdings nicht im umgekehrten Fall, dass entgegen Artikel 77 Absatz 3 Grundgesetz eine Vorlage des Bundesrates nicht oder nicht ordnungsgemäß der Bundesregierung zugeleitet wurde. Denn diese wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren, anders als der Bundesrat, nicht mehr beteiligt. Nach alledem führt der formelle Verstoß im Ausgangsfall 5 nicht zur Nichtigkeit des Gesetzes. Zusammenfassend ergibt sich für die 3 Phasen des Gesetzgebungsverfahrens also Folgendes. Erstens, Fehler im frühen Stadium der Gesetzesinitiative können unerheblich sein oder, soweit der Bundesrat hier übergangen wurde, heilbar wegen seiner späteren Mitwirkungsmöglichkeiten. Zweitens, Fehler im Hauptverfahren sind regelmäßig schon keine Grundgesetzverletzungen, da Verstöße gegen bloße Geschäftsordnungsvorschriften nicht ausreichen. Anders, wenn dadurch auch Verfassungsprinzipien in erheblicher Weise verletzt worden sind. Und drittens, Fehler bei der Beteiligung des Bundesrates nach Beschluss des Gesetzes sind grundsätzlich beachtlich und unheilbar. Ein Sonderfall bildet die uneinheitliche Abstimmung im Bundesrat, Stichwort Brandenburg-Fall, zumal Artikel 51 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz keine Rechtsfolge regelt. Hier sind die Rechtsfolgen umstritten, was als Einzelproblematik hier aber nicht näher behandelt werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.